Hallo zusammen bei Black Tree Gaming. Heute mit dem FM 2020 Tutorials. Ich bin Phil. Mit dabei ist unser Arim. Hallöchen Phil. So, ja, in dieser Folge behandeln wir das Leistungszentrum. Hier unten im Menüband, ganz unten am Ende, zum Anklicken. Ja, Einführung, wo man überspringt. Wissen wir, das Leistungszentrum wurde jetzt zum FM20 neu eingeführt. Hier ist jetzt alles, was irgendwie den gesamten Unterbau der ersten Mannschaft betrifft, aufgeführt. Also hier haben wir die Leihspieler, die U19, die zweite Mannschaft, wenn eine vorhanden ist. Wir haben die zukünftigen Jugendspielerkandidaten und wir haben die Mitarbeiter. Sind wir jetzt einfach mal auf der Übersichtsseite des Leistungszentrums. Hier haben wir einfach eine Zusammenfassung. Unter anderem von unserem Jugendabteilungsleiter Christian Streich. Oh, das ist den in der ersten Folge habe ich erwähnt, dass ich ein paar Sachen umgebaut habe beim SC Freiburg im Editor. Und zwar ist Streich zurückgetreten als Trainer der A-Mannschaft und hat sich wieder wie früher kompletter Jugendarbeit verschrieben. Und deshalb sind wir als Phil Blacktree dazugekommen, unsere Karriere als Cheftrainer vom SC Freiburg zu starten. Okay, und das war jetzt im Editor, wo in der SCF-Ding genau. Aufgerufen hast. Das okay. War, genau, unter anderem, da kommen wir noch zu mehr, was ich geändert habe, aber jetzt einfach mal hier das kleine Easter Egg. Genau, wir kriegen vom Christian Streich präsentiert unsere verliehenen Spieler, die Spieler, die wir aktuell verliehen haben, unsere U19, kleine Einschätzung dazu und ein paar Aussagen. Also wir haben einige Spieler, die vielversprechendes Potenzial zeigen. Das ist ein Kader mit guter Zukunftsperspektive. Genau, einfach so ein bisschen Aussagen vom Christian Streich. Und dasselbe zum SC Freiburg 2. Spielt momentan in der Regionalliga Südwest, wenn ich es richtig weiß. Ist ein durchschnittlicher Kader. Ja, genau. Viele Spieler haben enormes Potenzial. Anständiger Nachwuchskader. Also wie man es vom SC Freiburg kennt, die Jugend ist sehr gut ausgestattet. Man baut darauf, dass immer mal wieder neue Spieler hochkommen. So, was jetzt hier im nächsten Bereich Kandidaten für die erste Mannschaft ist, das hat der FM20 seit dem neuesten Update ein bisschen durcheinander gebracht. Und zwar ist der Mark Flecken zum Spielstart der U19 zugeordnet. Ist nicht korrekt, weil er ist eigentlich der zweite Torwart in der Mannschaft. Fragt mich nicht, warum. Man kann ihn einfach mit dem Rechtsklick auf den Namen, dann erscheint die Linie unter dem Namen, dieses Menü aufrufen und schon mal gleich in den Kader der ersten Mannschaft verschieben. Bumm, und schon ist er raus. So, jetzt haben wir leider keine Kandidaten für die erste Mannschaft mehr, aber das entwickelt sich einfach im Laufe des Spiels. So, hier unten haben wir noch die benötigte Aufmerksamkeit. Hier werden einfach zum Beispiel Spieler, die irgendwie Aufmerksamkeit brauchen, sei es jetzt, sie haben eine Verletzung erlitten, sie müssen irgendwie wieder aufgebaut werden, mental, oder sie spielen momentan extrem gut und könnten mal dafür in Betracht gezogen werden, ins Training der ersten Mannschaft aufgenommen zu werden, weil sie sich da einfach besser entwickeln können, wird dann hier einfach aufgelistet. Also immer mal wieder hier ins Leistungszentrum reingucken und wenn es nur die Übersicht ist, man kriegt immer wieder gute Tipps, wie man sich seine Jugend warm hält und immer mal wieder ein Talent hochkriegt. Im Fokus, hier werden einfach mal die besten Jugendspieler präsentiert, die 5 besten. Ich weiß gar nicht, ob sich das noch erweitert. Mit einer kurzen Einschätzung oder einem Ratschlag zur Entwicklung vom Jugendabteilungsleiter. Genau, gehen wir mal die einzelnen Reiter durch, die Leihspieler. Hier sind alle Leihspieler aufgeführt. Auch die Leihspieler, die von anderen Vereinen an uns verliehen sind. Also Spieler, die bei uns im Kader sind, eigentlich anderen Vereinen gehören. Diese sind blau, mit blauer Schriftart beschrieben. Spieler, die uns gehören und auswärts verliehen sind, sind lila, violett, wie auch immer diese Farbe heißt. Zum Beispiel der Pascal Stendl, Jerome Gondorf, Kevin Schlotterbeck, Marco Terrazino. So, die Experten unter euch werden jetzt gleich merken, am 3. Juni 2019 war der Jerome Gondorf doch noch nicht verliehen. Der ging erst im Januar 2020 nach Karlsruhe.
Ja, stimmt. Wir spielen jetzt mit dem neuesten Update, mit dem März-Update vom FC, vom FM Frei, FM20, Entschuldigung. Das ist einfach die Aktualität des März 2020 mit den Transfers. Somit sind alle Transfers bis zum März 2020 schon zum Spielstart umgesetzt. Ja, man kann das am Spielstart noch ändern. Ich mache das immer mit der aktuellen, mit den aktuellen Daten, weil dann auch einfach die Attribute der Spieler schon aktuell sind. Genau. Man kann zum Beispiel Spieler jetzt mit rechts anklicken und einen Scout beauftragen, immer mal wieder einen Spielbericht zu erstellen. Zum Beispiel schicken wir jetzt einfach mal den Karim GD hin. Der soll den Pascal Stenzel beobachten. Ja, dennoch Kosten für Reisen und Grund und Spesen hinzu. Das behandeln wir dann alles in der Folge zum Scouting. So, jetzt erscheint hier vorne das Icon beobachtet oder gescoutet. Wir werden jetzt jedes Mal, wenn Pascal Stenzel ein Spiel für den VfB Stuttgart absolviert, einen kleinen Bericht kriegen, wo seine Leistung zusammengefasst ist, wo wir dann auch vielleicht irgendwann die Möglichkeit haben, mit dem Pascal zu sprechen, zu sagen, du machst dich top, mach weiter so, oder du spielst momentan eher weniger gut. Bitte streng dich ein bisschen mehr an, damit du beim SC Freiburg wieder eine Chance hast. Genau. Einfach so Möglichkeiten, Entschuldigung. um mit den. Ja, Bekomme ich denn gerne. das per E-Mail oder Genau. ist es dann wieder ein Klick dann praktisch in den Spieler rein oder so? Nein, das kriegt. Also du kannst einmal in die Spieler rein und dort die Berichte aufrufen. Zeige Ja. ich dann später mal, wenn wir in die Spielerübersicht gehen. Oder du gehst, kriegst eine E-Mail im Push, in den Push-Eingang. Okay. Genau. So, kann man hier noch verschiedene Filter aufrufen, allgemeine Infos, Verträge. Die ganzen Filteransichten werden wir dann in der Folge zur Mannschaft, diesen Themenbereich hier abhandeln. Da zeige ich dann euch alles Mögliche, weil der FM bietet da echt Details en masse. Genau, hier drüben gibt es eine kleine Zusammenfassung. Das ist ein Bei Marco Terracino sind die Einsatzzeiten als Stammspieler vereinbart, was der Beitrag des Leihvereins zum Gehalt ist, wie zufrieden der Spieler ist und so weiter. Die Form, die letzten Spiele. Also man kriegt wirklich Details, 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 Info ohne Ende. Hier kann man noch, wer zuständig ist, um ausgehende Laien zu vereinbaren. Auswählen. Also aktuell sind wir zuständig, man kann es aber auch delegieren. Auf diesem Dreieck hier unten könnt ihr euch einen Mensch aussuchen, der das macht. Wir sagen jetzt einfach mal, Christian Streich, das ist durchaus ein kompetenter Mann, soll das für uns in Zukunft machen. So, ab sofort wird Christian Streich Spieler, die nicht benötigt werden oder die auf unserer Talentliste stehen, versuchen, bei einem anderen Verein unterzubringen, dass der Spieler einfach Spielpraxis erhält. Genau. Hier haben wir noch den Filter, das werden wir dann auch in einer anderen Folge mal besprechen. Zum Beispiel, dass ich mir jetzt nur offensive Mittelfeldspieler anzeigen lassen möchte. Oder nur welche, die auf der linken Seite spielen, weil ich jetzt gerade eine Schwachstelle auf der linken Seite habe und gucken will, was mir da meine Leihspieler präsentieren. Genau. Upsa. Da war ich zu schnell. Zack. Und zack. Sind wieder alle da. Genau, gehen wir einfach mal weiter zur U19. Ähnliche Übersicht, hier sind jetzt wieder alle Spieler aufgeführt, die aktuell in der U19 sind. Und der FM sortiert zum Spielstart die verliehenen Spieler, auch wenn sie älter sind als U19-Alter, einfach in die U19 ein. Die können wir dann später mal einfach alle markieren mit STRG oder sogar mit Shift. Aber ich mache es lieber mit STRG, weil ist genauer. Können wir dann alle nehmen, Rechtsklick und dann zum Beispiel in den Kader der ersten Mannschaft verschieben, weil sie dort einfach hingehören. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Die Spieler sind nach dem Potenzial sortiert und zwar nach den potenziellen Fähigkeiten laut Co-Trainer. Also der Co-Trainer sagt, dieser Spieler hat die und die potenzielle Fähigkeit. Kann sein, dass der Christian Streich als Jugendabteilungsleiter das anders sieht, aber hier bewertet unser Co-Trainer. Dann haben wir kurze Zusammenfassung zum sportlichen Abschneiden der U19 in der A-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest. Und es gibt einen kurzen Teambericht
wie der FM an sich unseren Kader sieht, also den U19-Kader. Ganz kurz. So, Ganz kurz. Beim Potenzial ist es das Potenzial, also da steht der Co-Trainer. Der Co-Trainer aber von der A-Mannschaft, nicht der Co-Trainer von der U19. Oder gibt es den gar nicht, oder? das kann ich jetzt, muss ich ehrlich zugeben, auf Anhieb nicht sagen, Okay. wer das jetzt genau bewertet. Okay. Ja, gut. Weiß gar Dann nicht. können wir ja nochmal Nee, das. nachlesen, irgendwann mal vielleicht oder so. Genau, das. Ja. Noch nachreichen. Gut. Hier unten sind noch kurz die Mitarbeiter aufgeführt. Mit dem Dreieck seht ihr immer dann wieder weiterführend. Kann man dann draufklicken und kommt dann zur Mitarbeiterübersicht. Machen wir dann aber gleich noch im Anschluss auch noch die Übersicht, was für Trainer denn aktuell vorhanden sind. Also es ist ein Cheftrainer vorhanden in der U19, ein Co-Trainer und vier Assistenztrainer. Genau. Hier oben nochmal die Aufgaben, wie gerade eben schon. Wer kümmert sich um die Mannschaftsaufstellung der U19? Ist aktuell der U19-Trainer Thomas Stamm, wie in der Realität auch. Kann man dann in der Folge Mitarbeiter überprüfen wir dann alle Aufgaben, die wir vergeben können und vergeben wollen. So, hier haben wir verschiedene Ansichten. Die Mannschaftsansicht, ähnlich wie in der ersten Mannschaft, könnt ihr in der Folge zur Mannschaftsübersicht dann nachgucken. Selbes gilt für die Mannschaftsgefüge, für die Taktiken und so weiter. Behandeln wir dann alles extra in Folgen mit dem jeweiligen Titel. Selbes gilt für die Übersicht zum SC Freiburg 2. Ist wie in der U19 genauso aufgebaut. Sportliches Abschneiden, der Teambericht, die Spieler nach Potenzial sortiert, kann man auch nach Position sortieren, nach Fortschritt, nach dem Name. Ich habe es immer gern nach dem Potenzial, zumindest nach der Einschätzung vom Potenzial. Dass man einfach gleich sieht, okay, diese Spieler könnten was Besseres sein, diese eher nicht. Genau. Jugendspielerkandidaten. Und zwar ist es wieder was Neues im FM20. Bisher, bis zum FM19, war es so, dass er irgendwann im März eine Mail gekriegt hat: Wir haben neue Jugendspieler aufgenommen. Jetzt kannst du dir angucken. Ab dem FM20 werden die Jugendspieler jetzt Schritt für Schritt übers Jahr hinweg gesehen bewertet. Und der Jugendabteilungsleiter gibt uns dann eine kleine Einschätzung zu den Spielern. Also man sieht die Spieler noch nicht direkt, sondern man sieht einfach, wir haben dieses Jahr viele gute Flügelspieler mit dabei. Unsere Torwärter sind dieses Jahr gar nichts. Wir haben Topstar im defensiven Mittelfeld. Also man kriegt einfach ein bisschen ein Gefühl dafür, was für Jugendspieler kommen jetzt als nächstes dazu. Genau. Jetzt zum letzten Punkt, die Mitarbeiter der Jugendmannschaft und des SC Freiburg 2. Gehen wir einfach mal in die U19. Da sehen wir jetzt die ganzen Mitarbeiter. Details zu den Mitarbeiterübersichten, weil die erste Mannschaft, die Übersicht der ersten Mannschaft sieht genauso aus, seht ihr in der Folge zu den Mitarbeitern. Wir können kurz der Trainerstab zur U19, Scouting-Abteilung, braucht man jetzt nicht so wahnsinnig in der U19. Ja. Medizinische Abteilung, der Vergleich jeweils zu der Konkurrenz in der jeweiligen Liga, Vergleich der Scouting-Abteilung, Vergleich der medizinischen Abteilung und wieder die Aufgabenverteilung, die wir hier übernehmen können, beziehungsweise aufnehmen, abgeben. Genau, so, das war's auch schon. Was ich jetzt noch sagen kann, ist, der SC Freiburg als Mannschaft in der Regionalliga Südwest spielt jetzt in einer Liga, die wir nicht berechnen. Also grundsätzlich geht der Standard FM20 nur bis zur dritten Liga runter. Durch User-Files, die ihr zum Beispiel im meisterforum.de findet, können noch weitere Ligen freigeschaltet werden, unter anderem auch die Regionalliga. Dann kann die SC Freiburg 2-Mannschaft spielbar gemacht werden. Heißt, die Mannschaft kann aktuell keine Ligaspiele absolvieren. Da wir aber trotzdem Spielpraxis für die zweite Mannschaft wollen, können wir, was ich regelmäßig mache, Begegnungen festlegen. Unser Trainer der zweiten Mannschaft macht schon mal von alleine schon Testspiele, aber die sind nur dann in der Saisonvorbereitung und in der Wintervorbereitung verfügbar. Heißt, wir während der Saison müssen wir selbst eingreifen und zusätzliche Spiele vereinbaren. Mache ich dann einfach relativ simpel immer. Ich wähle mir einen Wochentag aus, zum Beispiel den Samstag. Hier kann man dann mehrere Testspiele auswählen und dann
klickt man sich einfach immer die Samstage raus, zack, 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 maximal 4. Man kann den Ort auswählen. Und dann wähle ich einfach, dass die Mannschaften einfach ein bisschen Spielpraxis erreichen. Ein paar Mannschaften aus, gegen wen die zweite Mannschaft spielen soll, meistens aus der Region. Der SC Freiburg ist sehr regional gebunden, achtet auf die Regionalität. Dann bestätige ich das. Die Testspiele werden den anderen Mannschaften vorgeschlagen. Und schon sehen wir hier in der Übersicht Testspiel vorgeschlagen. Das können wir jetzt dann für die nächsten 3 Monate im Voraus machen. Also bis Ende August. Wir sind jetzt im Juni, bis Ende August. Als Tipp für die zweite Mannschaft ist es immer gut, auch wenn es nur Freundschaftsspiele sind, dass die Jugendspieler oder die Nachwuchsspieler immer ein bisschen Spielpraxis haben, dass sie einfach im Rhythmus bleiben, wenn sie vielleicht sich doch mal gut entwickeln im Training, dass man sie gleich hochziehen kann. Und in der zweiten Mannschaft gibt es auch die Möglichkeit, Spieler aus der ersten Mannschaft, die wenig Spielpraxis haben, einzusetzen. Heißt, wenn du jetzt einen Spieler hast, der aus einer langen Verletzung kommt, der hat keine Spielpraxis, den kannst du dann in die zweite Mannschaft schicken und sagen, okay, mach du mal ein paar Spiele über 90 Minuten in der zweiten Mannschaft, dass du einfach wieder reinkommst. Gibt es ja in der Realität auch oft genug, dass langverletzter Spieler sich erstmal wieder ein bisschen Spielpraxis besorgt in der tieferen Liga. Genau. Es kann sein, dass der SC Freiburg 2 irgendwann per Zufall in die dritte Liga aufsteigt. Hängt von der Reputation ab und einem Zufallswert, dass die zweite Mannschaft dann irgendwann doch eigene Spiele in der dritten Liga bestreiten darf. Passiert leider Gottes sehr selten, weil die zweiten Mannschaften einfach keine so hohe Reputation haben. Aber ja, das mal kurz dazu. Genau, damit sind wir mit dem Thema Leistungszentrum durch. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und Phil. Ja, liebe Leute, unterstützt uns mit einem Abo. Lasst Kommentare da, wenn ihr auch gerne irgendwelche Meinungen habt oder Fragen auch. Schreibt in die Kommentare, macht einen Daumen nach oben, unterstützt uns. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüssle.